Hallo und guten Tag, meine Lieben. Dieses Video ist in Kooperation mit livescraft.com entstanden. Und zwar livescraft wird so geschrieben, livescraft.com. Und das ist ein Shop, der hauptsächlich Stanzen hat, aber auch ein paar Stencils, Stempel. Und ja, im Grunde genommen vom Aufbau her wie die ganz anderen Typen, also wie die ganzen anderen typischen Shops. Ich verlinke meine Produkte in der Infobeschreibung, in der Infobox quasi, Artikelbeschreibung. Videobeschreibung und auch einen Rabattcode. Und ich möchte euch in diesem Video zeigen, welche Sachen ich mir ausgesucht habe und wie gewohnt direkt auch schon mit Beispielen. Genau. Wie gesagt, schaut gerne mal vorbei. Rabattcode findet ihr in der Videobeschreibung. Und diese Produkte wurden mir kostenlos zur Verfügung gestellt im Zuge dieser Kooperation, die eben daraus besteht, dass ich euch die Artikel vorstelle. Genau. So, als erstes habe ich mir diese Box ausgesucht und ich werde zusätzlich nicht bezahlt für meine Meinung. Ich werde nur bezahlt dafür, dass ich die Sachen vorstelle, zeige und Bilder für die Homepage mache. Und da wären wir gerade schon mal bei dem Thema. Diese Box ist ja ein bisschen daneben, sagen wir mal. Sie ist schön, aber es ist keine Box. Es wird Box genannt, aber vielleicht fällt dem einen oder anderen da jetzt schon was auf. Mir am Anfang nicht. Auf jeden Fall, diese Box hat keinen Boden. Und diese Box hat ja hier so einen Schlitz und hier so einen Schlitz. So passt das ja, aber man muss die zweimal ausstanzen. Somit wäre das entgegengesetzt von dem. Somit müsste der Zuschlitz so sein und nicht so sein. Und diese Lasche ist ein bisschen zu breit, die habe ich um die Hälfte gekürzt, weil sonst würde man hier hinter dem Muster wiederum die Lasche sehen. Aber nichtsdestotrotz, man kann natürlich damit basteln und ich zeige es euch. Und zwar einmal habe ich daraus einfach nur die so gelassen, wie sie ist. Ja, komm raus. Einmal so gelassen, wie sie ist. Man kann das natürlich jetzt auf dem Tellerchen stellen, darunter noch ein LED. Wie heißt es, ein LED-Teelichtchen. Und das wäre wiederum total goldig. Aber wie gesagt, eine Box ist es halt nicht. Aber man kann halt eine Box rausbasteln. Wenn man sich jetzt selbst Bodenlaschen anklebt, kann man daraus eine Box basteln. So, und dann habe ich das zugeknotet für immer. Ich habe es dann festgeklebt mit einer Libelle. Hier habe ich nämlich versucht, das zuzumachen. Ich habe versucht, den Schlitz horizontal einzuschneiden, aber es ist mir dann gerissen. Und ja, so, aber was ich dann gemacht habe, ist tatsächlich, ich habe mir hier so eine Box mit meinem Falzbrett gewerkelt, die dann hier so reinpasst. Die ist, glaube ich, 5,3 mal 5,5, ist aber hier auch noch ein bisschen Platz. Auf jeden Fall, so ist es eine Box. Kein Problem, man kann ja jetzt hier, wenn man es wirklich verschenken möchte, hier ein bisschen Kleber dran aufbapseln und festdrücken. Dann bleibt die Box auch drin oder man macht es generell ein bisschen spacker oder man klebt von oben nochmal eine Schleife drauf oder ein bisschen Teser. Auf jeden Fall, so ist es eine Box und ich finde es auch nach wie vor sehr schön. Ich muss aber auch ehrlich dazu sagen, mit dem Papier ist es auch wunderschön. Meine Papierauswahl ist wunderschön und das ist mit alten Textmarkern gemacht. Die habe ich einfach mit in Wasser getunkt und auf Papier gesplättert. Ja, sehr schön, wirklich sehr schön. Aber ist ja oft bei Stanzschablonen, egal ob eine Marke oder eine günstige Stanzschablone, manchmal gibt es halt kleine Fehlerchen. Das passiert auch teuren Stanzenherstellern, dass manchmal etwas nicht ganz so passend ist oder dass der Anwender auch einfach zu blöd ist und nicht weiß, was man da nun mit anfangen soll. Aber ich habe auf der Internetseite geguckt, die Dame oder Mann, der das gewerkelt hat, der hat das genauso gemacht wie ich. Von daher blieb mir eigentlich leider Gottes gar keine andere Idee mehr übrig, wie ich es dann letztendlich zu machen habe. So, egal. Jetzt haben wir diese Stanzschablone und die ist doch wohl der pure Hammer, oder? So ein bisschen an Alice angelehnt. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass es Alice ist, aber es ist so ein bisschen angelehnt. Hier dieser Hase, Zeithase mit dem Monokel. Hier ist noch eine Uhr, Krückstock, Weste. Und das ist diese Artikelnummer. Den mag ich übrigens nicht so sehr. Ich mag von Alice tatsächlich nur die Grinsekatze, hauptsächlich. Okay, die böse Königin ist auch cool und so, aber hauptsächlich geht es mir um die Grinsekatze. Aber ja, auch sehr cool. Diese Produktnummer ist groß 14 mal 10, aber das ist eine Stanzschablone, die nur
das ausstanzt. Also ihr habt hier keinen abgeschlossenen Rand, wie ihr seht. Die stanzt nur diese Silhouette von dem Hasen aus. Ich zeige es euch. Dafür ist in meinem Produktbeispiel halt immer gut. Habe ich auch komplett schlicht gelassen, ohne Schrift und so. Und zwar so sieht's aus. Ich habe hier einen Kartenrohling und der stanzt nur diesen Hasen aus. Den habe ich natürlich damit schwarz hinterklebt. Genau. Beim Heraustrennen, es lässt sich super heraustrennen, aber ihr müsst ein bisschen Acht geben, weil zum Beispiel dieses Stanzteil der Weste hängt nur hier oben an diesem kleinen Zipfel. Also müsst ihr beim Raustrennen ein wenig vorsichtig sein, aber ansonsten überhaupt kein Problem. Das ist der Hase. Hier oben könnte man natürlich noch einen Spruch hinmachen. Zeit ist Geld, was weiß ich, irgendein lustiger Spruch oder ab ins Hasenloch, was weiß ich, irgendwas. Oder oh, schon wieder Geburtstag, schon wieder ein Jahr älter, was weiß ich, weil hier ist ja halt die Uhr, aber hier ist noch ein Glückskleeblatt. Also es könnte eine super Herrenkarte sein, ach, es ist auch wieder universell einsetzbar, was sage ich da. Sehr cool auf jeden Fall, sehr, sehr cool. So, dann kommen wir zu diesem hier. Die sind zusammen, sind die groß 13 x 8,5 cm, sind aber so zwei Bordüren. Und dazu muss ich sagen, die hier lässt sich super raustrennen. Die hier ist halt sehr, sehr filigran. Allein schon hier mit den Schnörkeln müsst ihr vorsichtig machen und auch nicht mit labberigem Papier. Mit labberigem Papier ist es bei mir direkt gerissen, also müsst ihr schon so 230 Gramm aufwärts nehmen, damit es gut raustrennbar ist. Ich habe ja auch eine Prickelnadel und so eine Bürste zur Unterstützung, aber ihr müsst schon, guckt mal, wie filigran das ist. Ihr seht es gleich auch bei dem ausgestanzten. Da kann aber die Stanzschablone nichts für. Es ist einfach nur so, einfach ein bisschen vorsichtiger sein. Und zwar habe ich daraus zwei Karten gemacht. Und zwar einmal diese hier. Die ist aus dieser Stanzschablone gemacht. Weißer, also hier blauer Kartenrohling. Weiße Mattung, hier ist das Stanzteil quasi, ein paar Sprenkel, einfach nur eine ganz normale Torte, da sind die Die-Cuts aus dem Teddy, eine selbstgebundene Schleife, ein paar Glitzersteinchen. Ja. Die schimmern sogar noch ein bisschen, die Sprenkel. Ja, finde ich sehr cool, weil es ist bunt. Aber auch viel weiß. Das finde ich sehr edel, muss ich sagen. So, und jetzt aus dieser filigranen Stanzschablone ist das hier geworden. Und ihr seht, es ist halt sehr, sehr filigran. Einfach nur ein bisschen aufpassen beim Rauslösen. Aber ansonsten überhaupt kein Problem. Mir ist es auch an zwei Stellen gerissen. Hier unten ist es mir gerissen, aber man sieht es nicht, weil ich habe es ja bündig aufgeklebt. Und irgendwo war es noch gerissen. Aber wie gesagt, das sieht man ja nicht, weil bündig aufgeklebt, ja. Hier den Propeller habe ich noch selbst gemacht. Auch hier wieder ein paar Glitzersteinchen Vellum in zwei Laken geklebt, damit das ein bisschen cooler ist. Der Hintergrund ist aus diesem Papier mit Textmarkern. Habe ich aber noch ein bisschen schabloniert. Also hier die Punkte sind mit Schablone gemacht. Ja, eine Karte, wo es viel zu entdecken gibt, die aber trotzdem, finde ich, nicht unruhig wirkt. Durch das Vellum habe ich nämlich so ein bisschen diese Spannung rausgeholt, finde ich sehr, sehr schön. Also ich finde hier die Bunte fast ein bisschen unruhiger als die hier, aber trotzdem sehr schön. So, welche mache ich jetzt? Machen wir erst die hier, die Stanzschablone. Diese Stanzschablone finde ich sehr, sehr schön, ist auch ein Hintergrund, wollte ich mir auch schon länger mal aussuchen, aber habe mich dann immer für andere entschieden. Und die ist groß 14 cm mal 10 cm. Und ja. Also ist quasi so A6. Also wenn ihr ein A5 Blatt oder A5 Karton in der Mitte faltet, passt das. Müsste passen. Also weiß nicht, das hier sind ganz normale Kartenrohlinge. Auch aus einem A5 Blatt. Ihr wisst ja jetzt, 14 mal 10. So, und die ist echt cool. Die hat nämlich einen Clou. Und zwar, das hier wird ausgestanzt und das andere wird geprägt. Und die Pünktchen sind auch ausgestanzt. Auf jeden Fall ist diese Karte hier entstanden. Finde ich total cool. Auch ein Stanzteil aus dem Teddy. Das Stanzteil finde ich jetzt nicht schön. Es passt aber absolut super dazu. Geh immer den malerischen Weg, heißt das ungefähr so übersetzt. Eine Effektkarte als Kartenrohling. Und ja, hier unten noch ein kleines Blumenbouquet aufgeklebt. Das sind selbstgebastelte Blümchen von meiner lieben Nancy und ein paar Glitzersteinchen. Die hier sind mal aus dem Woolworths und so.
Wo hätte die jetzt? Ich glaube, das ist die mit Herz. Die hier, boah, keine Ahnung. Und die anderen ebenfalls nicht. Ist halt aus einem Sammelsurium, ne? Die Libellen, die gibt es zum Beispiel in meinem Shop. Die habe ich natürlich auch mal gekauft beim Großhändler. Ja, genau. Finde ich sehr schön. Hier rein klebe ich noch ein weißes Papier oder ich tue den Brief meistens auf ein weißes Papier schreiben, damit derjenige die Karte eventuell nochmal weiterverwenden kann. Und weil, das ist halt so Effektkarton, der ist auch so ein bisschen beschichtet, da kann man halt jetzt nicht unbedingt gut drauf schreiben. Aber das ist ja kein Problem. So, und zur letzten kommen wir hier mit dem schönen Ding, das ist auch total genial. Auch ein Hintergrund mit dieser Nummer, auch wiederum 14 Zentimeter mal 10 Zentimeter. Und wie gesagt, die Artikelnummer, das heißt die Links direkt, die Links findet ihr in der Videobeschreibung eben und eben auch einen Rabattcode. Und ja, ich finde, das ist die schönste aus dieser Serie. Und zwar habe ich das mit Goldholo. Ich habe auch hier keine Mattung verwendet. Also hier unter dem Goldenen habe ich nicht noch irgendwas extra aufgeklebt, sondern den Kartenrohling durchschimmern lassen. Hier habe ich eine Schleife komplett rumgebunden. Auch hier wieder ein paar Blümchen und Glitzersteinchen, ein Stanzteil. Ja, und sie ist einfach schön. Sehr, sehr edel. Girly, sehr girly. Aber ich finde sie total schön. Für welchen Anlass? Für immer. Für alles quasi. Einfach nur mal für liebe Grüße, auch für Liebe, für Valentinstag, für hier mein Sternchen könnte man noch machen, also als Liebeskarte und. Total goldig und finde ich ultra, ultra schön. Was mir an der Stanzschablone besonders gefällt, ist, dass die hier so einen ganz, ganz breiten Rand hat. Und hier auch relativ breite Linien, also die lässt sich sehr, sehr gut aufkleben und eben auch ausstanzen. Und ich muss ehrlich sagen, diese Stanzschablone ist ein purer Traum. Ich finde sie wunderschön. Aber auch die Karte ist auch wunderschön. Genau, meine Lieben, das war's mit Life's Craft. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann würde ich sagen, ich danke euch fürs Zusehen und wir sehen uns dann bald schon wieder. Macht es gut. Tschüss.